Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Landwirtschaftssimulator 2013 Mod-Vorstellung. Ich stelle euch heute eigentlich so mehr so einen Spaß-Mod vor, und zwar ist es eine Vespa, so ein Motorroller. Und da gucken wir jetzt mal beim Händler nach der Vespa. Ich glaube, die war da, genau, da. Also die Vespa kostet 950 Euro. Kostet am Tag 10 Euro und die wurde 1967 vorgestellt und entwickelte sich in der 17-jährigen Bauzeit zur erfolgreichsten Baureihe von den Vespa da. Ja, und wenn man die kauft, kostet 950 Euro, habe ich schon gesagt, und wenn wir sie wieder verkaufen, kriegen wir 475 Euro, also nicht so teuer. Für den Landwirtschaftssimulator. Ja, und dann stecken wir mal ein, das Ding. Also ich kann Licht anmachen, aber ich muss erstmal den Motor starten. So, Licht kannst du anmachen. Hinten kommt auch der Rauch raus, ist auch schön animiert. Dann kann mir hier noch das weiße Dreieck da, ja, so Dreieck, kann man sagen, vor dem Licht. Es ist das Thermomaten-Dial, wo man sieht, wie schnell man fährt. Ich habe gar nicht gewusst, dass man das auch dabei ist. Mir ist erst aufgefallen, als ich geguckt habe. Da kann man ein wenig rumschüren. Die fährt eigentlich etwas schneller als vorhin. Also sie fährt hier 60. Autsch. Ich werde gerade von meiner Katze geärgert. Hör mal auf jetzt. Hopp. Nein. So. Ja. Das Böse an dem Ding halt, es macht so einen langsamen Rückwärtsgang. Und dann rollt es auch ewig immer. Bis es mal vorwärts fährt, ey. Nein, hör auf. Hui. Macht es ein Spaß. Würde ich mal sagen, das war's auch wieder von dieser Mod-Vorstellung. Man kann zu dem Ding nicht viel sagen, außer dass es nur 4 Liter im Tank hat. Ja, und dann bis zu den nächsten Videos oder Mod-Vorstellung und ciao!